Hallo, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Princess HD. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part haben wir Elias Gedächtnis zurückerlangt. Aus irgendwelchen Gründen. Und sonst haben wir eigentlich nicht viel gemacht, ne? Ich war in diesem Dorf nochmal, weil wir sollen einen Herold mit einem Stab finden. Und uns wurde gesagt, in dem alten Dorf, sollen wir doch nochmal mit der Greisin sprechen. Und dann haben wir herausgefunden, hey, gibt's eine Sidequest mit 20 Katzen suchen. Und die ist so lustig. Ja, ich habe im letzten Part nur 17 oder 18 gefunden. Ich habe das offscreen jetzt nochmal gemacht. Aus irgendwelchen Gründen habe ich jetzt 19. Ich weiß nicht, welches ich damals vergessen hatte. Aber jedenfalls das letzte, oder die letzte, weil wir Katzen, keine Ahnung, was Katzen für ein Geschlecht haben. Keine Ahnung. Die letzte ist hier oben. Und ich habe jetzt echt eine Weile gesucht. Wie kommt man da hoch? Nirgendwo kann man sich mit der Enderhaken oder sonst irgendwas hochmachen. Ich zeige euch mal, wie man da hochkommt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann gemacht habe. Aber man kommt hier hoch. Da habe ich jetzt bestimmt eine Viertelstunde gesucht, bis ich jetzt herausgefunden habe, dass ich hier ranhängen kann. Seems legit und so. Ja, ich kann da hoch. Und dann kann ich auch nur hier über das Fenster da reinspringen. What the fuck, Leute? Ja, und jetzt haut die Katze natürlich ab. Ist ja logisch. Bleibst du da, du Scheißviech. Komm her. Hallo? Bleib da. Bleibst du da? Hallo? Bleibst du da, Mann? Hallo, Katze. Beruhig dich mal. Ach so. Ich bin ja blöd. Ich muss vielleicht mal... Ja... Oh, das ist lustig. Nummer 20. Wahnsinn, wir sind alle Freunde. Sag schnell dem Boss Darina Bescheid. Ja, ich bin einfach der Beste. Und so. Puff. Jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt bekommen. Hallo, Huhn. Ah, was hast du denn eingeredet? Na, ding, dang. Ich weiß nicht, du vor dem Haus der alten Frau. Vergiss nicht, ihn mitzunehmen, wenn du das doch verlässt. Vor dem Haus der alten Frau. Ja. Wer hat die Fenster repariert? Keine Ahnung. Okay, dann holen wir uns doch mal unseren Preis ab. Jetzt bin ich gespannt. Oh! Oh, ein Herzteil. Dankeschön. Das nehme ich gerne. Nice, Ru. Gut, dann sprechen wir mit der alten Frau. Ja, das hat sich gelohnt. Hat voll Spaß gemacht, die ganze Katzen zu suchen. War lustig. Miau! Was geht mit dir, alte Katzenoma? Es ist dem Helden also gut. Ich könnte dich anbieten. Da fühle ich wieder wie zu. So. Sollte ich nicht mit der sprechen? Ich nicht mit der sprechen. Und jetzt? Und jetzt? Bitte hilf mir. Herr der Weg, dein Schreib, als ich drehe, gibt dir das nicht zu denken. Sollen wir uns auch mal direkt mit der Alten unterhalten? Hier rollt der Wolken, der ein Stab. Ich hab ehrlich gesagt keinen Plan. Bittner, was willst du von mir? Wer trägt denn bitte einen Stab? Ich wüsste jetzt nur der Hirte. Also ich meine nicht so Ray, sondern, ne? Oh. Ich geh jetzt nochmal ins Dorf. Weil da waren wir ernsthaft, ehrlich gesagt, schon lange nicht mehr. Und hier könnte doch eigentlich mal wieder was sein, oder? Oder ist das... Nein. Was habe ich denn jetzt gemacht? Egal. Okay, das war random. Herold mit dem Stab. Und die schaue ich jetzt einfach nach, weil... Es ist schon so lange her, dass ich dieses Spiel angefangen habe und... Es... Wer hat denn einen Stab? Keine Ahnung, ey. Mir fällt jetzt auch nicht spontan jemand ein, der einen Stab haben könnte.
Wie gesagt, höchstens der Hirte, aber das ist schon so lange her. Weiß ich gar nicht, ob der überhaupt einen Stab hatte. Hirte mit dem... Herold mit einem Stab. Ich meine, wir haben Epona bekommen. Ne? Bitte sag mir, du hast einen Stab. Du hast natürlich keinen Stab. Ja, wer hat denn einen Stab? Fucking hell. Ich möchte nicht nachgucken, aber wer hat denn einen Stab? Da gibt es eine Kiste drin. Ist das eine Kiste? Nein, es ist keine Kiste. Oder ist das eine Kiste? Ach, das ist der Briefträger. Huch. Ich dachte, das ist eine Kiste. Wo war ich denn? Sah der aus wie eine Kiste. Okay. Wer hat denn einen Stab? Einen Stab. Einen Stab. Stab. Maro Burns, Thelma, nein, Prinzessin Agneta. Frau des Schneemenschen. Zu denen sollte ich doch auch noch, ne? Überhaupt. Wer hat denn jetzt den Stab? Fuck! Ich würde sagen, Leute, dann machen wir jetzt das mit dem Yeti noch in dem Part. Weil da sollten wir auch irgendwas machen, ne? Und ich schaue dann offscreen mal nach, wo ich jetzt hier weiter kann. Nee, ich wüsste jetzt halt echt nicht, wer einen Stab haben sollte. Ganz ehrlich. Ich, wenn es dann sehe, dann denke ich mir wieder, oh ja, natürlich, aber jetzt so auf die Schnelle. Wüsste ich ernst, ehrlich gesagt nicht. Heiner? Hey, lange nicht gesehen. Meine Frau ist auch wieder kennengelernt. Und das wäre das toll. Also, du bist auf einer Abfahrt. Wie wär's? Na los, bis zu meiner Haus und wir wetten, jo. Was geht? Fertig. Los. Okay, muss ich einfach nur. Achso. A gedrückt und halten ist dumm. Genau. Okay. Na dann. I can do this. Easy going, Leute. Easy does it. Ihr scheiß Fledermäuse, was wollt ihr denn überhaupt von mir, hä? Und jetzt machen wir den 360 No-Scope. Buuuu. Geil. Ja, fast ein 360 No-Scope, ne, aber... Ich habe früher schon gerne 1080 Avalanche gespielt. Und... Wuhu! Das war blöd. Das war vielleicht blöd, ja. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen, aber egal. Der Yeti, der ist so weit weg anscheinend. Oh yeah. Das ist echt cool. Ich mag das. Wow. Wow. Ich mag das voll. Voll crass, Alter. Boah, voll gegen die Wand, voll gegen die Wand. Au. Kollision. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komme ins Schleudern. Au. Ja. Like, really? Ich bin ins Schleudern gekommen zum Schluss. Boah, Leute. Ernsthaft. Boah, Leute. Ja, ich möchte eine Revanche haben. Bitte. Das war ja... Das war jetzt erbärmlich. Fertig. Los. So, Link. Jetzt schaffen wir das sauber, ja? Buhu! Ich kann... Ach so. Natürlich geht das. Wer bremst, verliert! Buhu! Aber da kann man sich echt schon viele Fehler erlauben. Das ist schon echt... Gut gemeint.
auch jetzt wieder den 360 No-Scope. Boom! Oh ja, da kann man über die Bäume, ist ja voll geil. So, und das probieren wir jetzt hier nochmal, denn eigentlich wollte ich hier das... Achso, danach ist... Ja, natürlich, wenn man das ein zweites Mal macht, ist natürlich der... Ist Blocken weg. Ist ja klar. Weil das ja auch voll Sinn macht und so... Nicht. So, wir haben gelernt, hier können wir einfach A gedrückt halten, ne? Ich halte einfach die ganze Zeit A gedrückt, weil... Wer bremst, verliert! Yeah! So, jetzt nicht ins Schleuder kommen, Herr Leitzbier. Ich sagte nicht ins Schleuder kommen, jawohl. Oh, gut gemeistert. Nice, das war ja schon fast die perfekte Runde, oder? Denke ich mal. Yeah! Geil! Ich hab verloren! Du bist dann der Tunnel, mein erster würdiger Gegner! Wenn du mal wieder Lust auf einen Renner hast, komm zum Berggipfel! Das war jetzt alles. Das war jetzt alles. Ja, das war jetzt also alles, ja? Das sah irgendwie komisch aus gerade, egal. Wo muss ich denn hin? Alter mit dem Stab. Wer hat denn den Stab? Wer hat einen Stab? Wer hat einen Stab? Ich komme nicht drauf. Leute, dann gucke ich ja live nach. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo es weitergeht. Sorry. Moment, ich schau mal kurz nach. So, schauen wir doch mal. Wo sind wir denn gerade? Ah ja, genau. So. Was? Ich komme gerade mit der Lösung nicht klar. Springe neben Ilya in das Loch? Da war ein Loch? Was? Okay. Oh, Midna! Das Leute nenne. Das ist doch scheißegal. Mach einfach jetzt. Midna! Midna, please! Just do it! Geht doch. Dann halt zurück nach Kakariko, ne? Entschuldigung. Oh Gott. Voll verschluckt. Aber ich konnte neben Ilya in ein Loch springen? Say what? Hä? In welcher Welt denn? Da konnte ich doch jetzt nirgends reinspringen, oder? Soll ich das wirklich verpasst haben, ja? Jetzt bin ich gespannt. Neben Ilya ins Loch springen. Da ist tatsächlich ein Loch. What? Das weiß doch ich nicht mehr, was da unten ist. Hier war ich schon jemals? Ja? Kann mich halt null dran erinnern. Und wer bist du? Das war eine Überraschung, wenn das nicht Link ist. Wer hätte gedacht, dass wir uns an einen Ort wie diesen treffen? Weißt du noch, was ich dir neulich erzählt habe? Die Legende von den Kumulanern? Es gibt da etwas, das mich beschäftigt. Das will ich hier untersuchen. Dass du gerade jetzt auftauchst, bist schon ungewöhnlich. Endlich habe ich sie gefunden, die steinerne Statue. Das ist die, die in dem Dokument meines Vaters beschrieben ist. Es gibt in Hyrule viele solcher Statuen, aber diese hier ist irgendwie anders. Schau dir doch mal den Bauch der Statue an. Steht da nicht etwas geschrieben? Darüber steht da etwas in den Aufzeichnungen meines Vaters. Wer bist du überhaupt? Hab ich dich schon jemals gesehen? Boah, ey. Das scheint ein kumulanisches Schriftzeichen zu sein. Die Worte, die das Siegel lösen, werden mich erwecken. So steht es hier.
Diese Ilia ist doch eine Bekannte von dir, oder? Kann einen richtig leid tun, Erinnerungen zu verlieren. Sie erwähnt ja doch einen Stab aus den Wolken. Ich glaube ja, dass das irgendwas mit den Worten, die das Siegel löst, zu tun hat. Hier kann man denn nicht irgendetwas tun, um ihre Erinnerungen zu retten. Das würde also wohl so manche Rätsel lösen. Ich meine... Statue. Stab. Ich habe einen Kopierstab. Ja gut, da kam ich ja sehr weit. Was zeige ich ihm das Dokument der Kumulane? Was? Ich hab irgendwas ausgelassen, kann das sein? Moment, nochmal. Also, ich kopier schon zurück. Okay. Wir müssen trotzdem nochmal zu der Typin zurück. Hä, aber wie? Okay, Leute. Ihr kennt die Spiele, die Hinweise, dass mir das Spiel gerade gegeben hat, ne? Ich sollte nochmal mit der Greisin sprechen. Habe ich gemacht. Wir sollten Ilias Erinnerung zurückbringen. Habe ich gemacht. Und dann? Ja. Ich sollte nochmal mit der Greisin sprechen. Habe ich gemacht. Passt mal auf, was wir jetzt machen müssen. Das ist ja vollkommener Nonsens. Du kannst nicht... Mitna. Wob dich doch einfach. Danke. Oh, jetzt muss ich nochmal... Mitna, ich hasse dich. Mitna. Wieso kannst du mich denn nicht dahin beamen? Jetzt muss ich zum dritten Mal dahin reiten. Oh. Bleiben Sie ruhig, Herr Lightspeer. Bleiben Sie ruhig. Es ist alles in Ordnung. So. Wir verwandeln uns erstmal zurück. Dann holen wir unser treues Gepferd. Hallo, Pferd. So, mit diesem Pferd. Dann haben wir jetzt eine Reise durch Haul. So. Auf geht's. Hallo Viecher, na? Ciao Viecher. Hallo Viecher, na? Hallo Viecher, ciao. Wow. Bösartige Pflanzenwesen des Todes auf Doom. Also ich wäre da nie im Leben drauf gekommen. Also entweder habe ich schon wieder etwas vergessen, weil, wie gesagt, schon wieder eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Und ich nehme vor allem immer so in langen Abständen auf, dass ich die Hälfte schon wieder vergesse und dem, was ich mache. Das ist vielleicht echt ungesund, ne, bei so einem Spiel. Ich sollte das nächste Mal, wenn ich so ein RPG spiele, vor allem, wo ich nicht kenne, soll ich vielleicht mal so machen, dass ich innerhalb kurzer Zeit alles aufnehme und dann erst hochlade. Ich glaube, das wäre besser, weil... Das wird so nix. Weil, ich vergesse dann immer die Hälfte. Ich weiß nicht, was das ist bei mir, aber ich vergesse einfach. Das ist bei mir auch generell bei Spielen so. Wenn ich ein Spiel ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr nicht gespielt habe, ich kann das einfach nochmal spielen, als wäre das komplett neu für mich. Das ist kein Problem. Habe ich schon wieder alles vergessen. Außer das ist ein Spiel, was ich wirklich schon oft gespielt habe, oder... Ne? Aber das meiste habe ich dann echt schon wieder fast vergessen. Das ist eigentlich traurig, aber ist halt so, ne? Da. Zum Beispiel hier, was habe ich erst neulich Let's Played?
Skyward Sword. Ich wette, wenn ich jetzt nochmal Skyward Sword spielen würde, wäre alles neu für mich. Na gut, sowas wie Dungeon oder so kenne ich vielleicht noch, ja, natürlich, aber